Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Ja, wir begrüßen Sie hier vor den Mauern der Haftanstalten in Frankfurt-Polgesheim. Wir, das bin ich, Christiane Weber-Lehr, Seelsorgerin in der Frauenhaftanstalt. Und Stefan Hofer, der ich nebenan in der Männerruhhaft arbeite. Hinter uns sind die bis zu 16 Meter hohen Außenmauern, die das Gefängnis von der Außenwelt abgrenzen. Jesus wurde vorverurteilt. Ein richtiger Prozess fand gar nicht erst statt. Jesus störte und die Menge sollte zufriedengestellt werden. Auch hier hinter den Mauern sind Menschen, die angeklagt oder verurteilt sind. Menschen mit ihren Sorgen und Nöten. Oft sind sie hier aufgrund ihrer Lebensbedingungen und werden jetzt hinter den Mauern Opfer ihrer Taten, ihrer Schuld, ihrer Lebensführung oder Biografie. So wie damals der Verbrecher am Kreuz neben Jesus ihn um sein Gebet bat, wollen wir auch jetzt in diesem Augenblick vor den Mauern für die Menschen unserer Gefängnisse beten. Amen.